Hey, Bauupdate. Genauer gesagt, Winterbauupdate. Tja Leute, lang nichts mehr gemacht hier auf meinem Grillplatz als Bauupdate, was da gültigerweise durchgehen würde. Aber jetzt ist es soweit, wir machen weiter. Ja, wir machen Winterfest. Was ich vorhab, erkläre ich euch. Fangen wir vorne an. Ja, Freunde, ich will auf alle Fälle hier diesen Eingang. Diesen Eingangsbereich hier zumachen, so mit Art Lamellenvorhang. Das Fensterchen will ich zu haben und dann hier einmal komplett außen rum. Ja, und natürlich hier diese Seite natürlich auch. Ja, was habe ich vor? Ich nehme eine Folie, eine Plane, diverse Holzlatten, die werden entlang festgeschraubt, die Plane einmal eingeschlagen und nach unten weghängend. Da hinten eben wie so ein Lamellenvorhang möchte ich mir machen. Ja, und außenrum so, ja, so um die 2 Meter Stücke oder so, dass man im Zweifelsfalle das Ganze dann zur Seite und dann ja mit Haken und der Kette an der Seite festmachen kann, dass man einfach aufmachen kann auf die Schnelle. Und im Frühjahr wird das Ganze dann wieder abgeschraubt. Aber ich tät mal sagen, wir gehen jetzt hinter in die Werkstatt. Da liegen eigentlich schon so ziemlich alle Materialien, was ich brauche. Und da machen wir weiter. So. Ach ja, das werden jetzt wieder so tägliche, ja, wie soll ich sagen, tägliche, ja, nicht ganz jeden Tager Video, aber halt, ja, dann eventuell zusammengefasste Videos über jeden Tag, wenn ich was mache. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt komplett durchziehe oder zwischendrin wieder pausiere. Bei Trocknen muss ja das Holz dann auch noch und ja, so kommen halt dann die Videos. Aber die werden dann eben immer aktuell sein, weil ich sage ja das Datum dazu. Was haben wir heute? Den 2.? Den 2. 2.11. ganz genau. Ja, hier habe ich einmal sägeraue Latten eingekauft heute. Stückpaare 40 Cent, 48 Cent, 49 Cent, irgendwie sowas. Dann ein paar Schrauben, wo man dann die Latten zusammenspaxen kann. Und das sind die hier, 4,5 x 40, und dann habe ich noch lange Spax 5 x 80, wo man die ganze Konstruktion dann nauf hängen kann. Und Folie habe ich mir im Internet bestellt. Moment. Jetzt keinen Schock kriegen, nicht zum Lachen anfangen. Ja, ich habe hier mir einfach so eine Gewächshausfolie bestellt. Irgendwie macht sich der Zoom hier gerade immer selbstständig. Ich bin die alte Cam anscheinend nicht mehr gewohnt. Das sind 10 Meter auf 3 Meter. Und ja, aus der werden wir das Ganze rausschnitzen. Aber zuallererst werde ich jetzt anfangen, eben diese Latten mit einer Exzenterschleife ein bisschen abschleifen, dass sie nicht mehr ganz so rau sind. Ja, ich hätte es auch fertig gehobelt kaufen können, aber da hätte eine Latte gleich 2 Euro hau mich tot gekostet, sehe ich nicht ein. Bisschen mit einem Exzenterschleifer drüber fahren, fertig. Und danach wird das Ganze hier mit Holzlasur Kiefer eingelassen. Restterrasse hatte ich, oder Grillplatz habe ich hier das Coranol gehabt. Ist natürlich wesentlich besser, aber auch ja, wesentlich teurer. Gut, ich hole mir jetzt Unterstellböcke und fange mal an mit den Holzlatten zum Schleifen.
Das reicht schon. Also es ist etwas glatter, auf alle Fälle. Das Sägeraue ist weg. Mehr mache ich daran auch gar nicht. Alle vier Seiten versteht sich. Ja, und die bereite ich jetzt alle vor und dann werden sie angepinselt heute. Gut, weiter geht's. So Freunde, geschliffen ist das ganze Zeug. Keine Ahnung, wie lange ich jetzt braucht habe. Mindestens eine Stunde oder was, aber ist wurscht. Das Ganze werde ich jetzt noch mit der Lasur einpinseln. Ja. Von allen Seiten, dass das bis morgen hoffentlich trocknet. Dann geht es morgen einfach weiter. Beziehungsweise ich zeige es euch nachher natürlich noch. Und zwei Latten habe ich schon vorgeschnitten auf die richtige Länge. Das ist für den Eingangsbereich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die Plane schon gezeigt habe. Ja, das mache ich nachher einfach nochmal, weil dazu gibt es nämlich noch was zu sagen. Doch, die habe ich schon gezeigt. Aber ich zeige es euch nachher nochmal. Und dann sage ich auch, warum ich genau so eine jetzt genommen habe. Okay, Freunde, ich pinsel und pinsel und pinsel. Und nachher sehen wir uns einfach nochmal schnell. Juhu, die Lappen werden soweit gestrichen. Ja, und dann kommen wir nochmal zu unserer Folie da hinten im Karton. Wer mich kennt, wird es dann sicher gleich erahnen. Ich sag's jetzt gleich, wenn ich mit einer Schere komme, werde ich dann die Folie einfach freihand schneiden. Für den Eingangsbereich mache ich ja immer so breite Streifen, 20, 25, 30 cm, keine Ahnung noch, wie breit, muss ich mir noch ausmessen. In etwa grob gepeilt über den Daumen. Und dafür ist hier die Folie ja hier dieses Gitter hat, optimal, weil da kann ich dann genau auf dem Gitter schneiden. Also wie gesagt, das ist eine Gewächshausfolie, haben mich die 10 Meter mal 3 Meter knapp 70 Euro gekostet, auch schon ein Haufen Geld. Ja, ich war lang am Überlegen. Dann bin ich letztens, da war es noch etwas wärmer, zu uns in Baumarkt gefahren. Die haben eine richtig schöne, dicke, durchsichtige Folie auf der Rolle gehabt. Oder Plane. Tja, wie gesagt, haben sie gehabt. Wo es ich kaufen wollte, weg. Futsch, nicht mehr im Programm, haben sie gesagt. Super. Ja, dann ist das Projekt nochmal ins Stocken gekommen. Dann habe ich zum Schatz gesagt, ich kaufe mir so eine Gewächshausplane. Die hat mich für bescheuert erklärt. Aber ich habe dann doch gesagt, das mache ich jetzt einmal. Die kaufe ich einfach zum Austesten, ob das im Winter dann so viel bringt, ob es ein bisschen Wärme hält, wenn man da drin irgendwie eine Heizquelle aufstellt. Ja, deswegen mache ich das jetzt eben mit der komplett durchsichtige Gewächshausfolie. Wäre schweineteuer gewesen, deswegen habe ich die ganz normal, stinknormal in grün genommen. Ist doch mir wurscht, kommt nach dem Winter eh wieder weg. Und drin haben wir ja eher Beleuchtung. Ja. Und Gesamtkosten für dieses Projekt belaufen sich im Moment auf ca. 110 Euro. Sprich die Folie, die Holzlatten, Schrauben, Holzlasur. Ja, mehr braucht man ja eigentlich momentan nicht. Haken habe ich glaube ich noch welche. Und Kette muss ich mal schauen, was man da noch hinterherläuft. Wenn ich wirklich was machen will, dass man die Folie dann zur Seite spannen kann. Gut. Soweit, so gut. Ich mache jetzt Feierabend, werde das Video bearbeiten. Morgen werde ich hier herin erst einmal ein
Patricia ihr Auto machen, Winterreifen drauf machen, muss auch sein. Alle anderen Autos von uns sind, oder fast alle anderen Autos sind schon gemacht. Ja, und wenn das gemacht ist, kann ich mit der Plane weitermachen, mit dem Eingangsbereich. Okay Leute, seid gespannt aufs nächste Bau-Update-Video. In diesem Sinne, wem es gefallen hat, Daumen hoch. Und ansonsten, naja, Pech gehabt. Jo, ciao.